Moin Leute, was geht? Mein Name ist Eurogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Battlefield Hardline. Und zwar testen wir heute mal den gepanzerten SUV. Es handelt sich hierbei um einen Mittelklassewagen mit einer Minigun an Bord. Und das Auto ist leicht bis mittelstark gepanzert, hält Sniperkugeln ab, hält MP-Pistolen ab, Pistolen, Handgranaten teilweise und ist ein relativ gutes Fahrzeug. Es ist halt eben gepanzert und man ist in diesem Auto relativ sicher. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Wir sind kurz vor der Stadt und es hat bestimmt schon ein Sniper auf uns Beute gemacht. Aber das macht uns ja nichts. Wir sind ja in diesem gepanzerten Fahrzeug und hier kann uns ja nichts passieren. Wir fahren jetzt mal in die Stadt, müssen aber auch nicht besonders schnell sein. Wir sind hier in einem gepanzerten Fahrzeug. Okay. So. Noch ist alles ruhig hier. Noch keine Terroristen in der Nähe, die uns schaden wollen. Am besten fahren wir jetzt mal hier hoch. Kommt mal mit. Ach, scheiße, geht gar nicht. Da ist einer! Nein, er ist tot. Komm, schieß auf uns. Ihr seht, wir sind im gepanzerten SUV. Und wir sind relativ gut geschützt. Ihr seht, der hat Sperrfeuer auf uns gemacht. Und man muss natürlich als Fahrer diese Maschine auch unter Kontrolle haben. So. Jetzt sind wir natürlich im Arsch. Ach, Kacke! Der greift uns an! Seht ihr das? Der greift uns an! Sofort zurück in unsere Basis. Und dann schauen wir mal, was der uns alles so angetan hat. Wo die Kugeln uns getroffen haben. Ihr seht, es war ein richtig krasser Angriff. Aber wir haben den Angriff relativ gut überstanden. Das Auto hat seine Aufgabe auf jeden Fall erfüllt. Ihr seht, der Motor, der qualmt jetzt schon ein bisschen. Kann den aber gar nicht reparieren. Aber wir haben es überlebt. Das Auto fährt noch. Und ein paar Schüsse hält es auf jeden Fall stand. Boah, was machst denn du da? Gut, dann fahren wir mal wieder in die Stadt und lassen uns mal zerstören. Toll ist es auch immer, wenn ihr einen dabei habt, der noch die Minigun benutzt. Hey, nicht den angreifen. Okay. Jetzt sind wir in Feindesland. Wow! Ja, yeah, wir werden beschossen, Digga. Wir werden beschossen. Und mir passiert nichts. Mir passiert nichts. What the fuck? Sprengstoff ist Gift für so einen gepanzerten SUV. Aber das sind übrigens Sniperkugeln, die uns treffen. Ein Sniperschütze hat es auf uns abgesehen. Jetzt sollten wir aber wieder die Flucht ergreifen. Ja, Mann.
Gift für so ein gepanzertes Fahrzeug ist natürlich immer Sprengstoff. Das ist ganz klar. Aber wie schon gesagt, wir lassen uns jetzt mal zerstören, weil auch das bestgepanzertste Auto ist leicht zu zerstören. Besonders wenn Sprengstoff im Spiel ist. Und ihr seht, das Ding ist geknackt. Und das war's. Aber Kugeln, Handgranaten, das ist für dieses Auto kein Problem. Und ich finde das einfach ein tolles Fahrzeug. Fahrzeug? Was haben wir hier noch? Lackierung? Dieses Objekt. Nun ja, ihr seht, das war es auf jeden Fall, mein kleines Tutorial von dem gepanzerten SUV. Ein cooles Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal. Euer Dugamescom auf der PlayStation 4 und ciao. So. Zack, zack, zack. Beitreten. Geht nicht. Egal. Ciao.